Hallo zusammen. Ja, endlich ist es soweit. Ich kann auf diesem Kanal verkünden, dass wir den Rückzug in die USA planen. Ja, genauer gesagt werden wir nach Texas ziehen. Noch genauer gesagt werden wir nach Dallas ziehen. Beziehungsweise Dallas ist nicht ganz korrekt, weil wir nicht in die Stadt Dallas ziehen werden, sondern in die Metropolregion Dallas-Fort Worth, was gemeinhin als DFW bei den Amerikanern bezeichnet wird. Also was ich vorher als Bay Area bezeichnet habe, weil San Francisco zwar eine ganz gute Referenzstadt ist, weil jeder Deutsche sofort weiß, wovon ich rede, wenn ich sage San Francisco, aber es ist halt nicht ganz korrekt. Das ist ungefähr so, als ob man in Pinneberg leben würde und sagen würde, ich lebe in Hamburg, was halt nicht ganz stimmt, aber jeder weiß sofort, wo Hamburg bzw. in dem Fall Dallas ist. Deswegen werde ich jetzt fortlaufend von DFW reden, der Dallas Fort Worth Metro Region oder dem Dallas-Fort Worth Metroplex. Bitte merken für die Zukunft, was gemeint ist, wenn ich DFW sage. Ja, der genaue Zeitpunkt, wann wir ganz genau zurückziehen, ist jetzt momentan noch unbekannt. Also es befindet sich noch alles in der genauen Planung. Es wird auf jeden Fall im Sommer 2022, jetzt diesen Sommer, stattfinden, irgendwann in den Sommerferien. Die Planung ist etwas schwierig, weil der Job meiner Frau wird jetzt vermutlich noch bis November weitergehen hier in der Schweiz. Wobei noch auch unklar ist, inwieweit sie remote arbeiten kann oder halt eben vor Ort sein muss. Es kann halt durchaus sein, dass auf sie ziemlich viel hin und her Gefliege zukommt, aber das wissen wir alles noch nicht so richtig genau. Was die Planung halt schwierig macht, ist, dass wir, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr die anderen Videos auf dem Kanal geschaut habt, Kinder im schulpflichtigen Alter haben. Und da muss man sich dann halt überlegen, wann man genau umziehen will, weil man die Kinder jetzt nicht aus dem laufenden Schuljahr rausreißen will. Ich meine, kann man machen, aber ist halt definitiv suboptimal. Was halt, wenn es jetzt nicht der Umzug im Sommer, in den Sommerferien stattfindet, ein möglicher Zeitpunkt gewesen wäre halt während die Weihnachtsferien gewesen, weil das halt auch noch so ein gewisser Umbruch im Schuljahr ist und eine Ferienzeit, die in beiden Ländern überlappt. Aber ja, das wäre auch nicht wirklich optimal gewesen. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich jetzt auch meine Meinung mit in diese Entscheidungswaagschale geworfen habe, dass ich jetzt hier ungerne noch weitere 6 Monate abhängen möchte und dann nochmal einen weiteren Herbst und vor allem dann nochmal so einen halben schönen Winter im Rheintal durchmache. Und insofern, ja, haben wir uns dafür entschieden, dass wir vermutlich jetzt irgendwann in den Sommerferien umziehen werden. Ja, ich freue mich sehr drauf. Also ich freue mich vor allem jetzt darauf, weil dieses temporäre Leben damit ein Ende hat. Es war ja jetzt auch nie dauerhaft geplant gewesen, dass wir jetzt dauerhaft den Rest unseres Lebens in der Schweiz oder in Europa verbringen, sondern es war halt immer so auf ungefähr 2 Jahre ausgelegt gewesen, das Ganze. Wobei sich zwischenzeitlich noch weitere Angebote oder Möglichkeiten unter Umständen hätten ergeben können, Australien, Asien oder United Kingdom. Aber da habe ich dann halt auch gesagt, dass ich da jetzt eigentlich keinen Bock drauf habe, noch wieder die weitere nächste Station temporäres Leben zu absolvieren. Insofern haben wir jetzt schon vor einiger Zeit auch beschlossen oder uns darauf geeinigt, dass wir wieder zurück in die USA ziehen werden. Wir waren jetzt im April für ein paar Tage in DFW und es hat sich doch auch für uns beide so ein Stück weit angefühlt, als wären wir nach Hause gekommen wieder. Was ganz interessant ist, weil es zumindest für mich das erste Mal war, dass ich in Dallas oder der Region um Dallas überhaupt war. Ich war mal vor ein paar Jahren in Houston, Texas. Ansonsten war es erst mein zweites Mal, dass ich selbst in Texas war. Aber es hat sich dennoch angefühlt, so ein Stück weit, als würde man irgendwie nach Hause kommen. Wir haben uns jetzt auf dem Trip verschiedene Häuser und verschiedene Gegenden mal so angeschaut. Der Immobilienmarkt ist ja, ich denke, weltweit relativ schwierig für Käufer aktuell, aber insbesondere in den USA auch ziemlich crazy momentan. Und man muss sagen, dass der Immobilienmarkt insbesondere auch in dieser Dallas-Fort Worth-Metro-Region extrem schnelllebig ist. Also wenn man jetzt nicht sofort ein Haus kaufen will, dann kann man sich Häuser anschauen, aber letztendlich sind die dann sowieso eine Woche später schon nicht mehr da. Sobald sie auf den Markt kommen, sind sie eigentlich auch schon verkauft. Der übliche Werdegang von einem Immobilienlisting momentan ist halt, dass es Freitag auf den Markt kommt. Samstag und Sonntag sind die Open Houses, also die
Showings sozusagen, dass sich potenzielle Käufer das Haus anschauen können. Und dann ist dann auch schon die Deadline für Offer, Angebote abzugeben, Sonntagabend oder spätestens Montag irgendwann im Laufe des Tages. Ist jetzt nicht bei jedem Haus so, aber das ist so der Regelfall. Und dann ist das Haus im Prinzip Sonntagabend oder Montag nach nur 2 Tagen oder 3 Tagen auf dem Markt schon verkauft. Ja, so sieht es da aktuell halt gerade aus. Es wird jetzt momentan wieder etwas langsamer wegen den steigenden Mortgage Interest Rates, den steigenden Immobilienfinanzierungszinsen. Aber, und da kann ich jetzt auch nur spekulieren, da weiß keiner irgendwas Genaues. Ich gehe nicht davon aus, dass die Preise nochmal großartig runtergehen werden. Die werden jetzt insbesondere in dieser Region so bleiben, weil wenn die Nachfrage sinkt, weil halt weniger Leute eine Immobilienfinanzierung abschließen wegen den höheren Zinsen, dann gehe ich halt auch davon aus, dass das Inventar sinkt. Das heißt, dass dann halt zukünftige oder potenzielle Verkäufer halt abwarten, bevor sie ihr Haus listen auf dem Markt. Insofern wird dann halt auch wieder das Angebot geringer und die Nachfrage ist halt extrem in der DFW-Area, weil das die, ich glaube gelesen zu haben, die am schnellst wachsende Metropolregion in den gesamten USA ist. Momentan sind es 7,5 Millionen Einwohner etwa. Und man geht davon aus, dass es in den nächsten 5 bis spätestens 10 Jahren weit über 10 Millionen sein werden. Also die Nachfrage ist definitiv da und wird auch so schnell nicht abnehmen. Des Weiteren muss man jetzt auch noch bei so einer Kaufentscheidung berücksichtigen, dass man ja halt auch von Wohnraum für sich selbst redet und nicht von einem Investment. Das heißt, wenn man halt eine Immobilie kaufen möchte, um halt in Immobilien zu investieren, dann ist die Entscheidung natürlich auch nochmal eine andere oder mehr von strategischer Spekulation geprägt, als wenn man jetzt selbst für sich Wohneigentum sucht, um irgendwo halt ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja, außerdem kommt halt auch noch so der Faktor hinzu, wenn man jetzt sagt, okay, dann mietet man erstmal, der Mietmarkt ist auch ziemlich im Arsch, muss man halt leider auch sagen. Und wenn man schulpflichtige Kinder hat, bedeutet halt erstmal irgendwas mieten und dann irgendwo was kaufen und umziehen. Halt auch, dass man dann den Schulbezirk unter Umständen wechselt und das will man dann vielleicht halt auch vermeiden. Die Immobilienpreise sind in DFW trotz der aktuell extrem hohen Nachfrage, aber dennoch deutlich unterhalb des Bay Area Niveaus. Ich würde sagen, dass der Preis Unterschied oder der Faktor ungefähr bei 3 liegt. Das heißt, für eine vergleichbare Immobilie müsste man in der Bay Area ungefähr das Dreifache ausgeben von dem, was man in DFW noch bezahlen muss. Ich würde sagen, dass man halt eine akzeptable Immobilie, also im Bereich einer guten Schule, ein nettes Einfamilienhaus, durchaus noch für $300,000 bis $500,000 in DFW bekommen kann. Und wenn man so viel wie für eine durchschnittliche Immobilie in der Bay Area ausgeben kann, so ungefähr 800.000 bis 1,5 Millionen, dann bekommt man da schon was, was man durchaus als Luxus oder dem Luxussegment zuordnen könnte. Das heißt, ein Haus mit über 400 Quadratmetern Grundfläche auf einem relativ großen Grundstück mit einem Pool zum Beispiel. Aber auch in der DFW-Area muss man halt gewisse Kompromisse machen, also Kompromisse, wenn man sich Häuser anschaut, was die Lage angeht, wie lang ist der Commute zur Arbeit, das Pendeln, der Arbeitsweg, wie ist die Hausgröße, wie ist auch der Schnitt von dem Haus, also der Grundriss. Das heißt, will man ein etwas moderneres Design haben mit modernerer Einrichtung, mit moderneren Farbtönen. Aber auch der Grundriss hat sich ja im Laufe der Zeit verändert. Zum Beispiel findet man in Immobilien, die in den 90er Jahren gebaut und geplant wurden, häufig so einen formellen Dining Room, also so ein extra kleines, meistens kleines Extrazimmer, wo dann halt so ein Esstisch steht, wo die Gäste bewirtet werden mit Zugang zur Küche. Das macht man inzwischen halt nicht mehr. Das findet man aber noch in vielen älteren, in Anführungsstrichen älteren Häusern in DFW. Weiterer Kompromiss ist natürlich auch das Grundstück.
Man kann in Texas durchaus riesige Grundstücke bekommen, wenn man darauf Wert legt, teilweise 4000 Quadratmeter, 8000 Quadratmeter, überhaupt kein Problem. Das ist dann aber, wie gesagt, kommt mit einem gewissen Kompromiss. Entweder ist es weiter draußen oder es steht ein älteres Haus drauf oder ein kleineres, meistens jetzt eher nicht, aber teilweise ein renovierungsbedürftiges Haus und so weiter. Der Kompromiss wäre, will man einen Pool haben oder will man keinen Pool haben? Anders als in der Bay Area ist halt ein Pool in Texas auch relativ viel wert, beziehungsweise ja auch ein Feature von einem Haus, was den Hauswert steigert. In der Bay Area ist es aufgrund der Wettersituation nicht unbedingt so beliebt. Das heißt, ob man einen Pool in einem Haus hat oder nicht, spielt für die Wertsteigerung oder die Wertigkeit des Hauses eigentlich keine Rolle, weil es zwar ein paar Käufer gibt, die gerne einen Pool haben möchten. Es gibt aber auch viele Käufer, die keinen Pool haben möchten, weil der ja auch relativ viele Wartungskosten mit sich bringt und auch eine höhere Immobilienhausversicherung, Hausratversicherung sozusagen oder Kosten nach sich zieht und so weiter und gewartet werden muss und alles, ne? Und dann gibt es natürlich noch den Kompromiss des School Ratings, also wie gut ist die zugeordnete Schule und auch wie weit ist der Schulweg von dem Haus. Das heißt, können die Kinder laufen zur Schule oder muss man sie jedes Mal fahren oder einen Schulbus-Service bezahlen oder ähnliches. Das sind halt alles so die Kompromisse, die man finden muss, so ne, choose three so ungefähr. Das heißt, alles wird man in einer Immobilie, alle Qualitäten nicht vereint finden. Ja, das Thema bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Wir haben uns jetzt halt ein paar Häuser angeschaut in der Zeit, als wir da waren. Wir haben auch Kraftfahrzeuge bestellt. Aufgrund der Supply Chain Situation ist das ja auch ein sehr schwieriges Thema aktuell. Wobei wir das halt auch eigentlich alles online oder telefonisch gemacht haben. Das hätte man jetzt auch aus der Schweiz heraus machen können. Kein Problem. Die Lieferzeit ist ja je nach Hersteller, je nach Fahrzeug teilweise wirklich horrend. Also wir reden jetzt hier schon von 4 Monaten, halbes Jahr oder ähnliches. Noch ein bisschen unklar teilweise. Und wenn man jetzt sagt, dann kauft euch doch einfach Gebrauchtfahrzeuge. Der Gebrauchtmarkt ist halt auch total im Arsch. Ich meine, ist jetzt in Europa auch ähnlich, aber jetzt für die USA betrachtet, muss man sagen, dass die Preise halt teilweise wirklich horrend sind. Also für irgendwelche uralten Autos werden da halt Preise, astronomische Preise verlangt. Das kann man halt auch vergessen. Es ist auch keine gute Option. Auf diesem Trip habe ich jetzt auch noch ein paar Sachen mitgenommen. Ich hatte ja schon in früheren Videos über die Schwierigkeiten eines Containerumzugs geredet, dass man zum Beispiel keine Akkus mitnehmen darf. Also wenn ihr ein E-Bike habt, das könnt ihr eigentlich gleich vergessen, das könnt ihr eigentlich da lassen. Außer ihr wollt jetzt den Akku irgendwie in den Container reinschmuggeln oder ähnliches. Dort dürfen halt keine Akkus rein, dort dürfen keine Geräte mit eingebautem Akku mit rein. Und das darf man auch nicht einchecken. Das heißt, man kann jetzt keinen Koffer beim Flieger aufgeben, der vollgepackt ist mit irgendwelchen Batterien. Und der einzige Weg, diese ganzen Akkus und Akkugeräte mitzunehmen, ist tatsächlich im Handgepäck. Deswegen habe ich diesen Trip jetzt auch genutzt, um nochmal so ein paar Akkus und zum Beispiel auch meine riesige Schuhkarton-große Matterport 3D-Kamera mitzunehmen, die auch immer beim TSA oder Security-Check, egal wo, für Freude sorgt, weil die sich immer fragen, was ist das denn? Und dann muss ich die Tasche nochmal extra auspacken und nochmal die Kamera einzeln übers Band laufen lassen, durch den Scanner und so weiter. Ja, ist immer eine Freude. Ich habe es jetzt halt drüben gelassen. Ich habe es in Dallas Downtown auf die Straße gelegt. Nein, wir haben es bei Freunden, haben wir so ein paar Sachen eingelagert. Ich habe auch zum Beispiel noch jetzt nochmal einen Motorradhelm und so Motorradklamotten und ähnliches alles mitgenommen, eingecheckt und habe es jetzt alles schon drüben in Texas und muss mich darum dann jetzt halt auch nicht mehr kümmern. Ja, das ist ein guter Pluspunkt übrigens noch für Dallas, Texas, dass gute Freunde von uns, die vorher in der Bay Area gewohnt haben, jetzt dort leben. Also wir haben da schon mal so ein bisschen Anschluss. Wir haben die Zeit jetzt auch genutzt, um so ein bisschen den Kindern halt auch mal die Gegend zu zeigen, damit ja, das nicht so ein Umzug ins Unbekannte wird. Und die Freunde von uns, die dort leben, haben auch ein Kind im gleichen Alter wie unsere Tochter. Das ist halt auch noch ein weiterer Vorteil. Und ja, wir haben das jetzt allerdings auch generell recht transparent gehalten mit den Kindern, dass wir jetzt nie gesagt haben, wir bleiben jetzt für den Rest unseres Lebens in der Schweiz oder so, sondern wir haben immer gesagt, dass wir irgendwann wieder in die USA zurückziehen werden, höchstwahrscheinlich.
Und die Kinder reden auch ab und zu davon, dass sie Kalifornien vermissen, hauptsächlich wegen des Hauses mit dem Garten und ähnliches. Also ich denke, da wird es jetzt keine großen Schwierigkeiten geben oder keinen großen Schock, wenn der Umzug in ein paar Monaten dann stattfindet. Mein erster Eindruck von Texas ist auf jeden Fall sehr gut, also sehr geil. Es ist halt so für mich so ein bisschen das Amerika, also das in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich jetzt alles Amerika, ja, also auch die Ostküste, New York City ist Amerika, Kalifornien ist Amerika, völlig klar, aber es ist halt für mich so ein bisschen so das, was man sich unter den USA vorstellt, wenn man ja in Deutschland an die USA denkt. Das habe ich ja mal in einem früheren Video gesagt, Meinung oder meine Sicht von den USA wurde ja halt auch mal durch eine Florida-Reise in den 90er Jahren, die ich damals mit meinen Eltern unternommen habe, stark geprägt. Also das, dieses Amerika ist halt jetzt so ein bisschen auch enttäuscht worden damals von der Ostküste, die halt doch relativ europäisch ist. Also ich rede von Massachusetts. Und Kalifornien ist jetzt halt auch nicht unbedingt so wie Texas, ist halt schon eine ganz andere Welt und auch nicht so wie Florida. Es ist halt alles sehr XXL, ja, das Stereotyp stimmt tatsächlich in Texas. Es ist sehr entspannt, die Leute sind sehr entspannt, sehr, sehr freundlich, muss ich sagen. Auch sehr höflich. Man sagt ja auch immer, wenn du nach Texas gehst, vergiss deine Manieren nicht. Jetzt ins Deutsche übersetzt der Spruch. Es ist halt auch vom Klima her sehr feucht-warm zum Teil, was ich ja persönlich sehr geil finde. Also ich mag es, wenn es so feucht-warm ist, erinnert mich immer so ein bisschen an Urlaub. Ist allerdings jetzt auch in ein paar Negativaspekten sehr amerikanisch. Also der Plastikkonsum dort ist halt wirklich sehr auf so, sage ich mal, 2000er Jahre Niveau. Und die Anzahl extrem übergewichtiger Personen ist halt auch sehr amerikanisch. Also es ist halt wirklich so, das Amerika, die USA, wie man sich es vielleicht so vorstellt. Ja, ich bin auch doch jetzt recht froh, dass es Texas geworden ist und nicht Kalifornien. Wobei ich halt auch dazu sagen muss, dass ich jetzt auch mit Frohmut zurück nach Kalifornien gezogen wäre. Keine Frage, ja, absolut. Aber das war halt schon eine sehr frühzeitige Überlegung, auch damals schon aus Kalifornien heraus, weil die Firma meiner Frau auch sehr stark in Texas vertreten ist. Deswegen habe ich halt früher auch schon immer 2019, 2020 gesagt, ich würde auch auf jeden Fall nach Texas ziehen. Komm, lass uns doch nach Texas ziehen. Und ich weiß nicht, ob ich es damals erzählt hatte, 2020 in meinem Video über den Umzug in die Schweiz, aber die Unterhaltung fing ja letztendlich auch so an, dass meine Frau irgendwann mal an einem Freitagabend meinte zu mir, wollen wir aufs Land ziehen? Und ich meinte so, yes, wir ziehen nach Texas, ich bin dabei. Nee, wir ziehen in die Schweiz oder wir könnten in die Schweiz ziehen. Und ich meinte ja damals so, oh nee, will ich jetzt eigentlich gar nicht so. Und wie das dann gelaufen ist, wissen wir ja jetzt. Und ja, das war im März 2020 und jetzt ist es, wie gesagt, soweit. Wir ziehen nach Texas, deswegen war ich dem gegenüber auch immer sehr aufgeschlossen. Aber beides, Kalifornien und Texas, hat halt auch seine eigenen Vor- und Nachteile, wie jedes einzelne Land, ja, muss man einfach so sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Texas besser ist als Kalifornien oder irgendwas. Und ein auf Erfahrungswerten basierendes Video bin ich natürlich dann irgendwann auch nochmal schuldig, aber das kann jetzt auch durchaus 1 bis 2 Jahre dauern, bis ich jetzt mir anmaßen würde, so ein Vergleichsvideo zwischen Texas und Kalifornien hier an den Start zu bringen. Aber ich würde sagen, ich bin doch jetzt informiert genug, um eine vorläufige Pro- und Con-Liste zwischen Texas und Kalifornien aufzustellen, falls sich das der ein oder andere fragt. Also die Nachteile der DFW-Area, insbesondere gegenüber der Bay Area, so wie ich sie jetzt sehe, sind jetzt erstmal das Wetter. Wobei man sagen muss, dass es im Vergleich zu Zentraleuropa schon definitiv ein Upgrade ist, das Wetter in Texas jetzt, weil die DFW-Region hat jetzt insbesondere 235 Sonnentage. Also im Vergleich zum deutschsprachigen Raum reden wir jetzt von ungefähr 2700, 2800 Sonnenstunden durchschnittlich im Jahr, wohingegen man im deutschsprachigen Raum eher so sich zwischen 1600 bis maximal 2000 Sonnenstunden im Jahr bewegt.
Aber im Vergleich zur Bay Area ist das Wetter in Texas jetzt halt ein bisschen extremer. Die Winter sind kälter, die Sommer sind heißer. Es gibt auch mal sowas wie Hagel und ähnliches. Und für mich persönlich jetzt nicht ganz so relevant, aber für manche Leute vielleicht ein Thema sind halt Allergien. Wer Allergiker ist, hat halt in Texas seine Freude, aber hat in Kalifornien in der Regel keine großen Probleme. Was jetzt für mich kein Faktor ist, sind so Tornados. Das könnte man jetzt halt so sagen. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Tornado getroffen zu werden, es gibt sie mit Sicherheit, aber ist extrem gering. Ja, die sind jetzt auch etwas stärker weiter nördlich nochmal in Oklahoma. Das ist halt Tornado Alley, aber Dallas, Fort Worth ist halt definitiv auch im roten Tornado-Bereich. Allerdings, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt von einem Tornado zerlegt wird, ist extremst gering. Da könnte man jetzt dann halt auch über die Wahrscheinlichkeit, bei einem Erdbeben zu sterben in Kalifornien, reden, was halt auch extrem gering ist oder unwahrscheinlich. Weiterer Negativfaktor, den ich jetzt so nennen würde, was die DFW-Area angeht oder Texas im Allgemeinen, sind halt Insekten. Die Menge an Insekten, vor allem im Spätsommer, die Anzahl an Mücken und so, das wird teilweise wahrscheinlich schon noch eine ziemliche Freude werden, zumal die mich halt auch mögen. Also Mücken fliegen mich halt extrem an, wenn wir 5 Leute in einem Raum sind. Ich bin der, der die meisten Mückenstiche am Ende hat. Aber es gibt halt auch relativ viele giftige Insekten und Tiere in Texas, zum Beispiel Schlangen, da muss man halt auch aufpassen. Da muss man halt auch seinen Kindern sagen, dass die jetzt nicht insbesondere in der Nähe von Gewässern irgendwo reingreifen sollten, in irgendwelche Höhlen oder sonst irgendwas, oder halt aufpassen müssen, wo sie langlaufen, weil es halt mehrere giftige Schlangen in Texas gibt und auch irgendwelche fetten Spinnen, irgendwelche Recluse-Spiders und ähnliches. Und beim Thema Insekten fällt mir übrigens ein, wir waren in dem einen Hotelzimmer, in dem wir waren, kommen wir rein und meine Tochter meinte so, Daddy, hier ist so ein ekliger Käfer in der Spüle. Und bei mir waren schon alle Alarmglocken, schrillten schon, als ich das gehört habe. Und es war tatsächlich ein alter Bekannter, eine German Cockroach in diesem Hotelzimmer in Texas. Und ich meinte sofort raus, alle raus aus diesem Zimmer. Alte Traumata von mir werden wieder aufgerissen. Und wir haben uns dann ein anderes Hotelzimmer am anderen Ende des Hotels geben lassen. Da waren dann keine German Cockroaches mehr. Aber diese Begegnung habe ich gehabt in Texas. Ansonsten weitere Nachteile, die man noch so nennen kann oder allgemein auch genannt werden, ist halt die Landschaft im Vergleich zu Kalifornien. Kalifornien hat ja eine sehr abwechslungsreiche und nette Landschaft mit Bergen zur einen und Meer auf der anderen Seite. Aber ich muss sagen, ich persönlich liebe jetzt halt auch so die Weite, die Texas zu bieten hat. Also diese extremen Entfernungen, diese extreme Weite. Und man kann halt auch am Strand campen gehen in Texas. Ja, das ist halt tatsächlich so ein Special, auf das ich mich halt freue. Das heißt, der Strand ist sehr weit weg, muss man dazu sagen, so ungefähr 6 Stunden Fahrt. Das macht man jetzt also nicht mal eben kurz am Wochenende. Aber andererseits, wo kann man schon auf den Strand mit einem Truck rauffahren? Sollte man allerdings einen allradgetriebenen Truck haben und dann dort campen, ja. Das ist halt schon richtig geil, das ist ein Special. Ich lehne mich jetzt wahrscheinlich mit der Aussage ein bisschen aus dem Fenster, aber ich gehe mal davon aus, dass man das in Europa nirgendwo kann, und auch in Kalifornien kann man das eigentlich vergessen. Man kann es auch nicht überall am Strandort machen, aber es gibt halt gewisse Abschnitte, wo man mit dem Auto rauffahren darf und dann dort eben campen darf. Darauf freue ich mich halt schon. Und es gibt halt auch in Texas einige sehr nette Ecken, die aber, wie gesagt, relativ weit weg sind von Dallas. Zum Beispiel die Big Bend Area, das ist halt schon eine landschaftlich sehr schöne Gegend, die so Grand Canyon-artige Qualitäten hat. Aber man muss halt schon irgendwie so zwischen 6 bis 8 Stunden fahren, um dort zu sein. Weiterer großer Nachteil, wie ich ihn sehe, von Dallas-Fort Worth gegenüber der Bay Area ist Cannabis. Also die Legalität von THC ist halt leider noch nicht gegeben in Texas. CBD ist legal und der Besitz von unter 2 Unzen, also ungefähr 60 Gramm Gras, wird jetzt strafrechtlich nicht wirklich verfolgt, ist eine bessere Ordnungswidrigkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sofort jahrelang ins Gefängnis kommt. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn
in Oklahoma im November 2022 über die Legalisierung von Cannabis abgestimmt wird. Das wird dann wahrscheinlich auch einen ziemlichen Druck auf Texas auslösen, wenn der Bundesstaat zum Norden legales Cannabis hat. Also mal abwarten, weiß man noch nicht. Aber New Mexico, der Bundesstaat zur westlichen Seite von Texas, hat halt auch Recreational Cannabis bei der letzten Wahl legalisiert. Insofern, ja, bleibt es abzuwarten. Aber in der momentanen Fassung definitiv ein Nachteil. Weiterer Nachteil, Thema Motorradfahren im Vergleich zu Kalifornien hinsichtlich der Strecken. Also wie viele schöne Strecken mit Kurven hat man in Texas. Rund um Austin so ein paar, aber rund um Dallas jetzt eher nicht so. Das sind eher breite, gerade gut ausgebaute Strecken oder Straßen. Hinzu kommt dann noch die extreme Hitze im Sommer. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich bei 40 Grad feuchtwarmer Umgebungsluft unbedingt Motorrad fahren möchte. Hinzu kommt dann noch das Lane-Splitting. Naja, jetzt nicht wirklich verboten ist, es ist nicht geregelt, aber es ist halt auch nicht explizit wie in Kalifornien erlaubt. Also da begibt man sich dann halt auch wieder in eine rechtlich schwierige oder rechtliche Grauzone, wenn man das dort macht. Des Weiteren sind halt, wie gesagt, Thema Landschaft, die Entfernungen zu spektakulärer Natur sind halt relativ weit. Die idealen Bundesstaaten, wenn man wirklich richtig geile Landschaften um die Ecke haben will, von da, wo man wohnt, müsste man halt in diesem Staatenviereck von New Mexico, Arizona, Utah und Colorado leben. Dort sind dann die wirklich schönsten Ecken der USA vertreten, Kalifornien natürlich auch, aber wie gesagt, in diesen vier Bundesstaaten wäre es ideal zu leben. Texas gibt es weiter im Westen, halt Big Bend, wie erwähnt, das ist halt ganz geil, aber man muss schon relativ weit fahren. Wobei auch Dallas einige nette Sachen zu bieten hat, mehrere Seen und halt auch Campingplätze. Also ich werde es mal auskundschaften und wie gesagt, auf das Camping am Strand freue ich mich. Vorteile von Dallas-Fort Worth gegenüber der Bay Area sind halt zunächst, wie schon erwähnt, die Häuser. Man bekommt halt deutlich, deutlich mehr Haus fürs gleiche Geld wie in der Bay Area, was halt auch echt ein Faktor bei einem Rückzug dorthin gewesen wäre, dass, weil die Preise ja jetzt inzwischen noch mehr gestiegen sind, Inflation, Angebot und Nachfrage und so weiter, bekommt man eigentlich kaum noch Haus fürs Geld. Also da hätte man sich jetzt halt nichts wirklich Geiles mehr leisten können, muss man so sagen, anders als in DFW. Wobei man halt auch in Texas aufpassen muss, was die steuerliche Situation angeht, weil die Property Taxes, die Grundstückssteuern, die Immobiliensteuern deutlich höher sind nochmal als in Kalifornien. In Kalifornien reden wir von so 1 bis 1,2% pro Jahr Immobiliensteuern. Also auf den Hauswert in Texas können es bis zu 3% sein. Andererseits zahlt man dort keine Einkommenssteuer für den Bundesstaat. Also das gleicht sich jetzt halt schon wieder aus, je nach Einkommen und je nach Grundstück. Aber man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht über seine Verhältnisse lebt, was den Hauskauf angeht. Ansonsten ist es insgesamt deutlich günstiger in Texas, muss man sagen. Nicht alles natürlich. Lebensmittel sind nicht wirklich günstiger, aber halt für das Auto zum Beispiel, was ja in den USA recht wichtig ist, zahlt man deutlich weniger für die Registrierungsgebühren, also die Steuern. Für den Sprit zahlt man deutlich weniger. Wir reden hier im Vergleich zu Kalifornien von Registrierungsgebühren bei einem Neuwagen von $600 zum Beispiel pro Jahr in Kalifornien versus $80 in Texas. Aktuell sind jetzt auch die Benzinpreise bei ungefähr $6 pro Gallone, pro 3,8 Liter in Kalifornien und ungefähr $4 in Texas, so im Vergleich. Also es ist immer deutlich günstiger. Dann hat man, darauf freue ich mich halt auch, laue Sommerabende in Texas. Die können wahrscheinlich im Spätsommer, wenn die Insekten rauskommen, so ein bisschen schwierig werden. Aber das haben wir jetzt schon im April gemerkt. Die Temperaturen sind halt schon recht knackig, auch im April. Und vor allem diese lauen Sommerabende, dieses mediterrane Gefühl, habe ich halt in Kalifornien doch sehr stark vermisst, weil sobald dort die Sonne untergegangen ist, wird es halt schlagartig richtig kalt. Mit draußen sitzen oder ein bisschen irgendwo rumflanieren macht man dann nicht so gerne. Und man muss jetzt auch sagen, es hat halt dort mehr Regentage in Texas. Dafür hat man halt nicht so diese Dürreprobleme, was zwar einerseits ganz angenehm ist in Kalifornien, dass man sich darauf verlassen kann, dass es den ganzen Sommer über nicht regnet, aber zum Teil
würde man sich dort halt schon über Regen ziemlich freuen, wenn man halt monatelang diese Wärme und Trockenheit gehabt hat, dass man denkt, ach, wäre das schön, wenn es jetzt mal so einen richtigen Regenguss geben würde. Und das hat man halt in Texas, also es ist ein bisschen grüner im Sommer. Für mich persönlich muss ich sagen, ist es jetzt halt auch mal was anderes. Also es ist jetzt ein persönliches Argument, was für DFW spricht oder für Texas spricht. Wir haben ja 10 Jahre in der Bay Area gelebt. Und meine Einstellung ist halt zum Leben, dass es halt immer weiter vorwärts auch so ein Stück weit geht. Wenn man jetzt nicht am gleichen Ort immer verharrt, sondern halt diese Umzüge macht, dann möchte ich jetzt ungerne wieder an den gleichen Ort wie vorher zurückziehen. Fühlt sich so ein bisschen wie so eine Rückkehr oder so ein Rückschritt an. Ich freue mich halt, dass es weiter vorwärts geht und sich jetzt einfach was Neues ergibt. Und insofern ist das jetzt für mich persönlich ein Argument dafür. Thema Politik, ja, könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber ich will ich jetzt auch nicht zu lang gestalten. Es finde ich auch im Vorfeld jetzt schwer zu beurteilen, wie sich dieses Thema dann vor Ort letztendlich gestaltet. Als jemand, der sich so insgesamt zumindest der politischen Mitte zuordnen würde, und ich bin jetzt auch nicht religiös, würde ich sagen, könnte es halt von einem Extrem ins andere gehen beim Vergleich oder beim Umzug von Kalifornien nach Texas. Aber es wird sich zeigen, dazu kann ich jetzt momentan noch nicht so wirklich viel sagen. Außer, dass wir jetzt halt ja auch in eine Metropolregion ziehen. Also ich würde sagen, dass die politischen Unterschiede etwas nuancierter sind, als man jetzt vielleicht so denkt. Was ich, denke ich, ganz angenehm finde, ist, dass die Leute in Texas, und das habe ich jetzt halt auch schon auf dem Trip gemerkt, nicht ganz so übertrieben politisch korrekt sind wie in Kalifornien. Darunter kann man sich jetzt natürlich tausend und eine Sache vorstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute so wie auf Eierschalen, auf Eiern, nicht Schalen, auf Eiern sich bewegen oder auf Eiern laufen, wie in Kalifornien, wie man manchmal den Eindruck hat. Insgesamt kann man diesem ganzen Thema jetzt natürlich auch aus dem Weg gehen. Also was der Nachbar jetzt für politische Einstellungen hat, kann einem eigentlich auch egal sein, aber was halt so Konfliktpunkte sind, mit denen man mit dem Ganzen in Berührung kommen könnte, ist halt so die Schule, wenn man Kinder im schulpflichtigen Alter hat. Und hier muss man sagen, dass die staatlichen Schulen generell in den USA, aber halt auch in Texas, ja säkulär sind. Also, dass jetzt meine Kinder irgendwie zum Beten gezwungen werden oder so, das wird jetzt nicht der Fall sein. Und in Kalifornien, muss man sagen, hat man dann halt so eine andere Religiosität, die dort Einzug hält in den Schulen. Also, dass man da so ein wokes Programm hat mit Critical Race Theory, was ich dort auch schon selbst in Kindergartenprogrammansätze davon gesehen habe. Es ist definitiv da mit irgendwelchen 72 Geschlechtern, über die dann diskutiert wird in der Schule und so weiter. Kann man jetzt gut finden oder nicht, aber man kann sich dem Ganzen halt nicht entziehen. Und wenn man halt dagegen irgendwas sagt, dann ist man wahrscheinlich voll der krasse Nazi oder so. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt Bock auf dieses Schulprogramm in Kalifornien habe. Das ist tatsächlich so ein potenzieller oder reeller Konfliktpunkt, was halt die politische Einstellung in den Ballungszentren in Kalifornien angeht. Und es ist natürlich auch noch so diese Soft-on-Crime, sage ich jetzt mal, fasse ich es mal zusammen, Politik zu nennen in Kalifornien, insbesondere in den 3 liberalen Ballungszentren oder linksprogressiven Ballungszentren San Francisco, Oakland und Los Angeles. Mit letzterem habe ich jetzt persönlich nicht so viel zu tun gehabt, aber mit San Francisco und Oakland schon, und da ist man dann halt schon ein bisschen von dieser Politik betroffen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt nicht zum Konservativen unbedingt tendiere, aber da lebe ich doch, wenn ich die Wahl habe, lieber in einer etwas konservativeren Umgebung als in Gotham City. Und ich sehe inzwischen auch schon, dass progressive, sehr linksprogressive Freunde oder Bekannte von mir auf Facebook posten, dass sich Oakland langsam in einen Albtraum verwandelt. Und ich denke mir dann halt so, ja, no shit. Ja. Egal, lassen wir das. Aber ich sag mal, politisch gesehen sage ich jetzt nicht, yeah, konservatives Texas. Aber ich nehme es, glaube ich, lieber als das, was zum Teil in Kalifornien abgeht. Dem anzuschließen ist halt auch noch, dass es in DFW nicht so viele Ghetto-Gegenden gibt wie in der Bay Area, auch Südkalifornien.
Es gibt sicherlich auch kriminellere und sehr schlechte Gegenden in DFW und auch in anderen texanischen Städten, keine Frage, aber die sind halt noch definitiv eine Light-Version von dem, was man halt in Teilen von Oakland und San Francisco und auch, soweit ich weiß, Los Angeles findet. Also das ist halt teilweise wirklich krass erschreckend, wurde ja auch schon viel drüber gesagt und ist wahrscheinlich auch vielen bekannt. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt mehr in meiner Umgebung haben. Meine Sorge ist jetzt allerdings, dass sich das in DFW zum Beispiel so ein bisschen in diese Richtung hin entwickelt. Das könnte durchaus auch passieren. Also kann sein, dass wir uns in 5 Jahren auf diesem Kanal darüber unterhalten, was für eine Ghettoisierung es in DFW gab. Ich hoffe nicht, aber kann durchaus sein. Ein weiterer unpolitischer Vorteil von DFW bzw. Texas generell ist die geografische Lage. Es ist halt nur 2 bis 3 Flugstunden von ziemlich vielen unterschiedlichen Destinationen entfernt, die von Kalifornien aus deutlich mehr Reisezeit mit sich gebracht hätten. Außerdem ist es auch 2 Zeitzonen, das heißt 2 Stunden dichter dran an Europa. Das heißt, die Zeitverschiebung sind nur 7 Stunden und nicht 9 Stunden wie bis nach Kalifornien. Das ist halt auch ein gewisser Vorteil. Last but not least sehe ich einige Vorteile für diesen YouTube-Kanal da drin. Das heißt, es ergeben sich einige interessante Themen oder sagen wir mal so, ich finde die Location für YouTube-Videos auch durchaus interessant, weil sie jetzt auch noch nicht so abgegrast ist wie die Westküste und die Ostküste. Zumindest von mir noch nicht so abgegrast wie die Westküste oder die Bay Area. Und halt auch die Nähe zu den nicht so bekannten oder nicht so viel bereisten Südstaaten der USA ist halt vielleicht auch noch von Vorteil für das ein oder andere YouTube-Video. Entsprechend habe ich auch eine relativ große, wachsende Themenliste über Themen, die ich reden könnte oder Dinge, die ich zeigen könnte. Vermutlich kommen dann halt auch mehr Videos bzw. in höherer Frequenz als nur alle 2 Tage. Das Ganze wird allerdings noch 3 bis 4 Monate dauern, bis es soweit ist. Wie gesagt, wir planen den Umzug erst für den Sommer. Insofern bitte ich noch um etwas Geduld. Ja, das war jetzt eigentlich auch alles, was ich sagen wollte. Die Ankündigung, dass wir zurück in die USA ziehen. Ich freue mich und bedanke mich an der Stelle mal wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und alles Gute, bleibt gesund. Bis dann, tschüss.